Schaffen Sie sich mit KI einfach noch zwei, drei, vier, fünf Augen dazu. Genau, gerade Anwälte, die sehr viel Fotos bekommen, Fotomaterial bekommen von beschädigten Autos oder von Unfällen, die sollten sich die KI auf alle Fälle zu Gemüte führen. Denn ich zeige es Ihnen mal ganz kurz ein Beispiel. In diesem Fall ging es um eine Straße. Ja, da ist der Unfall passiert hier. Genau, dieses Bild lade ich hoch und frag einfach die KI. Beschreibe mir, was du hier siehst. Und sie sieht viel mehr als wirklich alle anderen. Und das heißt, ja, wir können mal kurz die KI hier arbeiten lassen. Nehmen Sie Bilder rein, laden Sie Sachen hoch von Baustellen, wie dort entsprechend gearbeitet wurden, wie Mängel aussehen, Kfz. Geben Sie das einfach ein und das, ich sehe dort ein Riesenpotenzial für Versicherungsjuristen, für Baurechtsjuristen aller Art. Und so, ja, jetzt gucken wir mal. Das Bild zeigt einen Abschnitt einer Landstraße, die sich in einer leichten Kurve befindet. Die Straße scheint neu asphaltiert zu sein, erkennbar an der dunklen, ebenen Oberfläche des Asphalts. Hätten Sie das gesehen? Nein, nicht so schnell. Und die klare weißen Straßenmarkierungen. Entlang der Straße sind in regelmäßigen Abständen Verkehrspoller aufgestellt, die schwarz-weiß gestrichen sind, jeweils mit reflektierenden Elementen, um die Sichtbarkeit bei Nacht zu erhöhen. Das sind schon so die ersten Argumente, die Sie sogar nehmen könnten, wenn Sie sagen, ja, der Unfallverursacher, der hätte das doch sehen müssen. Also allein diese Sätze können gleich in Ihre Klageschrift mit reingehen. Also das ist letztlich der Trick. Wie funktioniert das Ganze? Nun, wir klicken hier unten auf dieses Symbol und werden dann auf eine Bildsequenz geliefert, die Sie im Computer schon angelegt haben. Also geben Sie der Ihrer KI Ihre Augen, das, was Sie sehen. Und lassen Sie sie das bewerten. Sie werden überrascht sein. Tolles Gimmick, aber ja, kommen Sie jeden Mittwoch 18:30 Uhr in meinen KI-Talk. Zeigen Sie mir dort mal, was Sie so für Bilder hochgeladen haben und was das in Ihrer Rechtspraxis verändert hat. Ich bin gespannt. Registrieren unter richterschema.de und dann sind Sie dabei.